Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Woo. So, für mich die erste Aufnahmesession nach dem Livestream. und nach der C2 Summit Challenge, die wir im Livestream erneut versucht haben. Und leider nur, also leider in Anführungszeichen, nur unseren eigenen Rekord verbessert haben. Rekord von einem Tag, 5 Stunden oder wo immer der auch genau lag. Den haben wir leider nicht geschafft. Hätte mich auch sehr gewundert. So, ein paar Dinge. Es wurde sich darüber ausgelassen, dass der Klaus mal wieder Beil und Messer zu Hause gelassen hat. Sprich im Bunker. Das war diesmal aber aus gewichtstechnischen Gründen so gewollt. Also vielleicht war es eine Mischung aus so gewollt und vergesslich. Das Ding ist, aktuell brauchen wir es nicht. Wir haben genug Nahrung und Holz auf Vorrat. Deswegen war es nicht so schlimm. Es wird schon Tageslicht übrig. Wir haben keinen Hunger, wir haben keinen Durst. Wir verlassen das Haus. Es kam natürlich zu Recht der Einwand von Hobblehopser. Ja, wenn dich aber jetzt ein Wolf angreift und du den verfehlst, dann hast du ein Problem. Das ist begrenzt richtig, denn wir haben auf jeden Fall noch die Brechstange mit dabei. Aber generell stimmt das natürlich. Ne? Ich habe aber in der Tat meine Hoffnung darauf gesetzt, dass wir in naher Zukunft Messer und oder Beil finden werden. So, ich muss hier leider nochmal reingehen, weil ich nicht mehr ganz in Erinnerung habe. Doch, hier hatten wir alles mitgenommen. Ne? Ja, hier hatten wir alles mitgenommen. Ja, also, die Hoffnung war, ich finde in kürzester Zeit neue Utensilien. Okay, so, wir entfernen uns immer mehr vom Bunker. Das ist auch gewollt so. Denn ich habe ja gesagt, ich würde gerne relativ zeitnah meine Base dann doch zentralisieren. Oder zumindest erstmal so ein bisschen zweigeteilt lassen. Das heißt, ich werde jetzt als erstes versuchen, die Scheune anzusteuern. Kann mal gucken, wie viel haben wir denn? Ja, wir sind natürlich jetzt schon relativ dick überladen. Das ist aber nicht so schlimm. Wir werden den Plan einfach weiterverfolgen. Es gilt ja jetzt weiterhin zu überleben. Und wir haben nur noch wenige Stunden bis zum Centurio Achievement. Und da freue ich mich schon wie ein kleines Kind. Dann hat mir jemand geschrieben, so, boah, ich habe echt viel zu wenig Zeit, um deine Videos zu gucken von The Long Dark. Kannst du irgendwie gucken, dass du die irgendwie auf 20 Minuten begrenzt? Ich habe darauf geantwortet, na, tut mir leid, das geht nicht. Es ist auch wirklich schwierig. Ich habe das ja schon unzählige Male angekündigt und auch versucht, dass ich die Folgen etwas kürzer gestalten wollen würde. Und es funktioniert bei The Long Dark einfach nicht. Zumindest nicht für mich. Das ist einfach keine Option. Und ganz viele von euch haben ja auch schon oft geschrieben, so, boah, 20 Minuten, viel zu kurz, boah, 30 Minuten, viel zu kurz, boah, mach mal 5 Stunden. Was ich total nachvollziehen kann auch. Es ist nun mal einfach so, mich fesselt The Long Dark immer noch. Und es ist echt blöd. Das mag ich auch nicht, das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Auf Teufel komm raus, die Folgen zu beenden. Das ist einfach überhaupt nicht meins. So, ich fülle aber gerade mal die Laterne hier auf. 3,07 Liter, yeah. kann ich einfach nicht, das funktioniert nicht. Irgendwie. In 20 Minuten kriegt man auch unter Umständen bei The Long Dark echt nichts geschafft. Ne? Wenn das jetzt so eine Folge ist, wo man sortiert oder so, sind 20 Minuten überhaupt nichts. Ne? Deshalb. Es tut mir leid, es tut mir leid. Dann kann ich nur empfehlen, so eine Folge in 2 Intervallen oder so zu gucken. Was auch blöd ist, ich weiß, denn ich bringe ja täglich eine Folge. Ich versuche schon irgendwie ein Maximum von 30 Minuten hinzukriegen, aber selbst das funktioniert teilweise nicht.
ich mag das halt einfach nicht so gerne irgendwie mitten im Spielfluss so wirklich zu cutten. Ich habe gerne pro Folge ein vernünftiges Ende, ohne dass ich jetzt so eine künstliche Spannung oder sowas erzeuge, ne? Deswegen. Na komm, die kommt auch noch mit. Was wir haben, das haben wir. Wem das nicht gefällt, dem kann ich leider nicht helfen. Das tut mir nicht mal leid. Es ist einfach so, dass dieses Spiel immer noch sehr viel Spaß bringt. Wenn es an mir ginge, ich würde einfach 7 Stunden am Stück für Long Dark spielen, dann eine 7-Stunden-Folge hochladen. Nein, das ist natürlich auch Quatsch, ne? Das hat schon seinen Grund, warum ich in der Regel versuche, die Livestream-Session in so 30-Minuten-Parts zu cutten. Was dazu führt, dass ich 19 Parts habe vom letzten Livestream. Die übrigens schon fertig hochgeladen sind, die ich aber nicht alle auf einmal online stellen werde, weil es einfach viel zu viel ist. Wenn ich jetzt heute irgendwie 25 Videos online stelle, sieht das zwar total super aus und oh, der Klaus ist total beschäftigt und engagiert, bringt aber keinem was, nur weil man die Übersicht verliert. Ich werde heute zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, vermutlich 1-2 Folgen Arc online gestellt haben, die ersten beiden Teile vom 12-Stunden-Stream. Und der Rest folgt dann in den nächsten Tagen. Ich muss aber irgendwie gucken, dass ich halt dass ich euch nicht überflute, ne? Sonst haut ihr nachher ab, weil ihr euch denkt so, boah, ey, alle 10 Minuten krieg ich hier eine Info, der Klaus hat schon wieder ein Video veröffentlicht. Will ja auch keinem auf den Sack gehen, ne? So. Ha, schön. Dann hat der Karl mir geschrieben, übrigens schöne Grüße an dieser Stelle an den Karl. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Der Karl hat ja eine relativ lange Zeit jetzt ausgesetzt, denn er wollte sich vom Wolfsberg nicht spoilern lassen, was ich absolut nachvollziehen kann. Ist aber jetzt, wo wir im idyllischen Tal angekommen sind, wieder mit dabei. Das freut mich sehr. Und der Karl hat geschrieben, oh Klaus, stell dich ja nicht so an hier, das mit dem Wetter. Das macht es doch spannend. Das Ende von Staffel 3 fand ich total unterhaltsam. Auch das kann ich total nachvollziehen. Ich würde aber gerne mal lange überleben. Ich würde gerne mal in eine Region kommen, wo ich sage so, boah, ich habe nichts mehr zu erkunden. Ich muss jetzt nur noch jagen, essen, schlafen, Wasser kochen. Und da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Da sind wir noch sehr weit von entfernt. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Das idyllische Tal sieht so schön aus, wenn schönes Wetter ist. Leider kriegt man diese Eindrücke viel zu selten zu sehen hier. Finde ich auch nicht so gut. Ja, was kann ich noch erzählen? Es gäbe noch eine Sache, die vielleicht nicht alle, die The Long Dark gucken, interessiert. Ich erwähne es aber trotzdem. Der Flatty und ich, wir haben beschlossen, dass wir The Crew einstellen, dass wir Payday einstellen, dass wir Injustice einstellen und dass Forrest ein Wackelkandidat ist zum Einstellen. Jetzt werden sich alle fragen so, hä? Warum? Es ist einfach so, ich bin ja immer ein Freund davon zu sagen, ist mir eigentlich völlig egal, wie viele Leute so ein Video gucken. Primär gilt es, wenn ich Spaß dran habe, spiele ich das. Das ist auch nach wie vor so. Aber, und das ist ein sehr großes Aber. Ich verliere relativ schnell den Spaß, wenn ich sehe, es kommt so überhaupt keine Resonanz irgendwie. Ich sehe, okay, keine Ahnung, die letzten Payday-Folgen haben immer so um die 25, 30 Views. Was ich vertreten könnte, das ist okay. Und Payday steht auch gleichermaßen für The Crew und für Injustice. Mir ist auch klar, dass nicht jedes Spiel jeder mag, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wo ich dann sage, okay, das nimmt mir ein bisschen die Motivation, das weiterzuspielen, und das nimmt mir auch ein bisschen den Spaß, das in der Häufigkeit zu machen, und dem Flatty geht's da vermutlich ähnlich. Die Resonanz unter den Videos ist quasi gleich null. Es ist total selten, dass mal jemand da drunter kommentiert.
Und das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, so null Feedback, also keine Ahnung, da gibt es dann zwei Daumen hoch, das ist ja auch in Ordnung, ne? Das ist aber dieselbe Thematik wie mit den Daumen runter. Das ist so ganz nett, ne? Aber so Interaktion in Form von Kommentaren ist halt irgendwie immer schöner, weil man dann, keine Ahnung, wenn einer sagt so, hey, das fand ich gut, dann weiß man, okay, das ist gut angekommen. Kann man das verwerten für zukünftige Let's Plays? Kann man das verwerten für zukünftige Folgen von dem Spiel? Kann man das verwerten für andere Spiele? Und das ist bei den drei genannten Spielen, ist das so gut wie nie der Fall. Und das nimmt dann natürlich so ein bisschen auch die Motivation, das weiterzumachen und den Aufwand einfach dafür zu betreiben. So, und Injustice gerade ist nochmal, das ist ein riesen Stück Aufwand, weil wenn Fletty und ich uns dazu entschließen, beide Facecams mit reinzupacken, dann müssen wir die Facecam-Daten halt austauschen. Und entsprechend haben wir beim Schnitt deutlich mehr Arbeit, weil wir das Ganze dann viel intensiver bearbeiten müssen. Mit Synchronisation der Tonspuren und dem entsprechenden Schnitt mit Greenscreens und so weiter. Und insgesamt haben wir beschlossen, okay, das rechtfertigt irgendwie nicht den Aufwand. Also das, was wir da an Aufwand reinstecken, dafür kriegen wir einfach zu wenig zurück. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, wir stellen die Sachen ein. Muss man machen, ne? Veränderung ist ja generell immer gut. Und wir hatten eine gute Zeit mit Payday, wir hatten eine gute Zeit mit The Crew. Das hat auch alles Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber irgendwann ist dann auch der Punkt gekommen, wo man sich mal überlegen muss, okay, lohnt sich das noch, ne? So, und stattdessen haben wir ja schon angekündigt, wir werden auf jeden Fall Ark machen. Ark wird auf jeden Fall kommen. Es steht noch nicht so ganz fest, ab wann. Wir hatten eigentlich diese Woche geplant, dass, oder mal ins Auge gefasst, das wird aber nicht funktionieren. Ja, und den Rest schauen wir mal. Also wir wissen noch nicht so ganz, ab wann Ark dann wirklich regelmäßig kommen wird. So, offensichtlich machen wir hier auf schon. Ja. So viel zu dem Thema, ne? Dann hätten wir noch am kommenden Freitag, das müsste ja der 12. sein. Müsste das der 12. sein? Ja, das müsste der 12. sein. Am 12.02. ab 18 Uhr gibt es den nächsten Stream bei mir. twitch.tv/pausenklaus, yeah! Ja, den gibt es. Lea, durchsucht. Okay, wir gucken mal hier rein. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, wir haben noch Klamotten. Das ist ja auch schön. Ich hol die gerade mal raus. Oh. Naja, gucken wir mal, ne? Ach, sieh mal, na guck. Okay. Werde ich nicht mit rausholen. Oh, da klingelt leise mein Handy. Entschuldigt bitte. Okay, ich werde die Klamotten wieder reinlegen. Ich werde die Klamotten hier wieder hineinpacken. Ich erinnere mich auch vage, dass ich gesagt habe, so komm, ich lasse hier mal ein paar Ersatzklamotten zurück. Glaube ich zumindest. So ganz genau weiß ich das nicht mehr. Wir haben ja das idyllische Tal auch eigentlich nur übersprungen. So, ne? Also wir sind ja quasi nur einmal kurz durchgelaufen, um zu schauen, ob wir hier Klamotten finden, die uns am Wolfsberg weiterhelfen würden. Okay, pass auf. Das bedeutet, ich würde, glaube ich, erstmal hier in der Scheune meine Base aufschlagen. Ich denke mal, das ist erstmal in Ordnung. Ich werde hier mal ein bisschen Material hinpacken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir hier bleiben werden. Es ist eigentlich nicht so die optimale Base, weil es hier drin halt nicht so besonders warm ist. Aber gucken wir mal. So, wir sind immer noch überladen, das ist auch in Ordnung. Hier waren die Klamotten drin und hier war so Krimskrams drin, ne? So, pass auf, dann werde ich hier auch weiter Krimskrams reinpacken. Das packen wir mal mit rein. Nein, Klaus, Mann. Concentration, please, concentration.
Die Federn packen wir hier mal mit rein. Dann packen wir hier mal den Kanister mit rein. So, einen Bogen packen wir immer mit rein. Eine Flare packen wir immer mit rein. Ja, die ganzen Streichhölzer. Müsste ich mal so rumsortieren, um zu gucken. Okay. Die packen wir auch mal mit rein hier. Den einen Schlafsack packen wir mit rein. Und dann nähern wir uns auch langsam wieder dem Wunschgewicht. Brechstange. Ne, komm, die Brechstange nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, wie viele Autos wir hier noch übrig haben. Und ich nehme dann jetzt hier ein Beil mit. Und schon sind wir wieder überladen. Oh yeah. So, das macht aber nichts, denn... ich mache mal eben die Laterne aus. So, hier werden wir entsprechend... Oh, da ruft meine Frau nochmal an. Das scheint dringend zu sein. Ich mache hier mal gerade einen Cut und bin gleich wieder da. So, und Cut vorbei. Da sind wir wieder. Ja, wenn die Frau anruft zweimal hintereinander, dann ist es dringend. Deswegen, ja, passiert schon mal, ne? So, hier ist es trotzdem irgendwie ziemlich dunkel, ne? Komm, wir holen nochmal hier die Laterne raus, denn wir müssen noch ein paar Sachen umsortieren. Einfach um unser Inventar ein bisschen freier zu kriegen. Komm, ich nehme direkt hier die Schublade. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Hier packen wir nämlich jetzt mal ein bisschen Essenskram rein. Und zwar die Limos nehmen wir nicht mit. Den Tee nehmen wir nicht mit. Hier ist noch eine Limo. Da ist noch eine Limo. Da ist noch eine Limo. Das Trockenfleisch verdirbt auch nicht, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. So. Dann sehen wir doch soweit gewichtstechnisch wieder fast in Ordnung aus. Außer, dass ich vergessen habe, Hagebütten und Pilze auszusortieren. Immerhin auch ein Kilo, knapp. Oh, und die Zeitungen, ne? Zeitungen packen wir da mit rein. Packen wir die da mit rein? Oder packen wir die mit rein? Ne, hier waren Klamotten, dann packen wir hier mit rein. Ja, hier packen wir die Zeitungen mit rein. Auch nochmal 0,6 Kilo, perfekt. So. So, und man sieht jetzt einfach, ne? Man ist halt schon echt deftig beladen, wenn man so seine normalen Utensilien mitbringt, ne? Mitnimmt. Das, ja, steht völlig außer Frage. So, Laterne aus. Oh, war das eine gute Idee? Finde ich den Ausgang so? Ja, finden wir. Denn, dann mache ich mich direkt mal auf den Weg zum Bauernhof, um da mal zu schauen. Erst gehe ich aber noch an der Schießscheibe hier hinterm Haus vorbei. Wobei ich befürchte, dass wir die Pfeile mitgenommen haben. Also was heißt befürchten? Ich gehe davon aus, dass wir so klug waren, die mitzunehmen. Denn wenn ich mich recht erinnere, haben wir ja hier noch Hasen und Wölfe gejagt, bevor wir zum Wolfsberg gegangen sind. So, was sagt denn eigentlich die Temperatur? Ein Gras. Ein Gras. Wir haben ein Gras Temperatur. Da müssen wir echt überlegen, ob wir mit der Temperatur weiter voranschreiten. Und ich esse jetzt in der Tat hier mal so ein paar Pfirsiche, denn die wiegen viel, bringen Essen und Trinken und das ist schon in Ordnung. Ne? Gucken wir mal. Ah ja, komm, dann esse ich die zweite Dose auch noch. Aber wieder ein Kilo weniger. Und sind auch gesättigt. Und der Durst sollte auch beinahe weg sein. Ach, guck mal, so ist das perfekt. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich werde den Straßenweg wählen, um da vorne nochmal an das Auto zu gucken, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir das mitgenommen haben. Das wird uns in den hier im idyllischen Tal noch ein paar Mal passieren. Wir sind von der Küstenstraße gekommen, ne? Das könnte bedeuten, dass wir nicht am Fernsehturm waren, aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Selbst da bin ich mir nicht ganz sicher. Müssen wir mal schauen. Am Rätselsee wird uns das dann nicht mehr passieren, weil da waren wir noch nicht. Aber an der Küstenstraße wird uns das dann wieder passieren. Weil ich auch da echt nicht weiß. Wir werden wahrscheinlich die Tankstelle, höchstwahrscheinlich die Tankstelle auf jeden Fall mitgenommen haben. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt habe ich das nächste Problem. Jetzt kann ich in der Tat nicht sagen, wie lange diese Folge geht. Denn ich habe ja jetzt einen Cut gemacht, den ich natürlich jetzt noch nicht gemacht habe. Also für euch schon, für mich noch nicht. Gucken wir mal. Wird schon irgendwie passen, ne? Ah, wird schon irgendwie passen. Ja,
Und heute ist natürlich auch der große Tag für das Spiel Firewatch. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zu diesem Zeitpunkt, wo diese Folge rausgekommen ist, mich entschieden habe, ob ich das streame oder ob ich ein Let's Play aufzeichne davon. Ich weiß nicht, ob ich es heute Abend schaffen werde zu streamen. Ich hätte schon Lust, das zu streamen. Muss ich mal überlegen. Vielleicht bin ich jetzt auch quasi schon im Stream, während ich das hier erzähle. Also für euch, für mich noch nicht. So. Ich nehme hier nach übrigens noch eine Folge auf. Ja. Und es gibt in nicht allzu ferner Zeit vermutlich zwei Sachen zu feiern. Da werde ich aber noch nichts verraten. Noch nichts. So, also gut, dass wir die Straße genommen haben, ne? Weil das Auto da vorne hatten wir noch nicht. Wir werden jetzt erstmal zum Bauernhaus gehen. Und ich denke mal, dass ich dann da so grob die Folge beenden werde. Komm, wir nehmen aber, ja, 3 Grad. Wir nehmen da vorne die Hütte da noch mit. Eigentlich müssten wir das Wetter ausnutzen, ne? Das wir gerade haben, um hier abseits der Straße zu erkunden, ne? Aber wie das immer so ist, ich habe Angst. Da hinten ist ein Hirsch, das ist schon mal gut. Sonst sehe ich hier nichts anderes Lebendiges, außer die Krähen da oben. Eine Gewehrpatrone. So, die Krähen haben natürlich keine Krähenfedern hinterlassen, ne? Warum auch? Ah ja, komm, Holz nehmen wir alles mit. Ach so, und es hat mir... ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Erst kurz dabei auf diesem Kanal, war im 12-Stunden-Livestream auf jeden Fall da, als wir The Long Dark gespielt haben. Warum ich denn so viel Zeug mitgenommen habe, warum ich das denn alles mitnehmen musste beim Umzug. Und ich hatte das ja in den Folgen erklärt, warum ich das machen will. Also war speziell bezogen auf Wasser und Holz. Ich kann mich damit in meinem verkorksten Kopf einfach nicht abfinden. Für gesammelte Ressourcen Energie verbraucht zu haben und es dann irgendwo zurückzulassen, wo ich weiß, da werde ich nie wieder hinkommen. Und das ist im Prinzip der einzige Grund, warum ich Holz und Wasser und vielleicht das eine oder andere nicht ganz so sinnvolle mitgenommen habe beim Umzug. Mag man jetzt mathematisch widerlegen können, dass das überhaupt keinen Nutzen hatte, weil das der Transport so viel Energie verbraucht hat, dass man dadurch auch hätte dieselbe Menge Wasser und Holz neu sammeln können. Mag alles sein. Herzschmerzbrücke, neuer Ort entdeckt. Yeah. Ich bin einfach so, ne? Und ich hätte das vermutlich nicht gemacht, wenn das ein Weg mit Gefahren gewesen wäre. Ne? Auch das hatte ich ja schon erklärt. Guck mal, ein Messer. Der Weg vom Wolfsberg zum idyllischen Tal war einfach so ungefährlich, weil der Weg einfach total easy war und da keine Wildtiere waren, dass es einfach auch im Verhältnis total schnell ging, das Zeug darüber zu schaffen. Ne? Deswegen... ist das auch nicht ganz so problematisch. Ist ja fast wieder in die falsche Richtung gelaufen. Was total sinnvoll gewesen wäre. So. Und jetzt schauen wir mal, was wir uns im Bauernhaus noch übrig gelassen haben. Das müsste eigentlich eine ganze Menge sein.
weil wir uns ja eigentlich nur aufs Wesentliche konzentriert haben, nämlich gute Klamotten zu kriegen. Badam, badam, badam. Badabadam, badam. Ja, 12 Stunden ist 12 Stunden. 12 Stunden Stream. Muss ich übrigens hier nochmal betonen. War auf der einen Seite echt cool, auf der anderen Seite auch echt anstrengend. Da werdet ihr mir, die dabei gewesen wart, vermutlich uneingeschränkt zustimmen. Gerade die Leute, die von vorne bis hinten dabei waren, von Anfang bis Ende. Ich war echt platt und ehrlich gesagt war für mich auch der ganze Sonntag im Arsch, wenn man das mal so sagen darf. Ich war echt tot. Und ich bin mir nicht sicher, ob so diese 12-Stunden-Streams wirklich so super sind. So insgesamt. Also, der war schon super, aber also ne, ihr wisst, was ich meine. So vom Energieaufwand her. Muss ich mal gucken. Es wird auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen dauern, bis ich den nächsten 12-Stunden-Stream ansetze. Falls ich nochmal einen ansetzen sollte. Also wie ein Gronkh 24 Stunden streamen kann oder der ein oder andere, der das auch macht, ist mir ein Rätsel, ist mir ein deutliches Rätsel. Also ohne Unterstützung von dem einen oder anderen wird das nicht funktionieren. Also ne? Wenn man alles alleine macht, muss ja auch irgendwie gucken, dass noch Videos online kommen nebenher. Und ich war schon froh, dass ich Sonntag nur ein Video online stellen musste. So, hier haben wir eine Limo. Guck mal, da packen wir doch noch Limo rein. Komm, und Trockenfleisch packen wir noch dazu. Den Rest verzehre ich jetzt gleich irgendwann bestimmt. So, hier Zeitung. Ach, guck mal, leer. Leer. Leer, leer, leer. Ja, wir haben hier ein bisschen haben wir durchsucht. Auf der Suche nach Nahrung. Hier haben wir eine Limo. Leer. Hier haben wir noch Holz. Komm her. Oh, warum habe ich da reingeguckt? Man weiß es nicht. Hier ist noch eine Limo. Ach, guck mal, eine Sturmlaterne. Ach, guck mal, ein Dosenöffner. Na. Also wir waren hier schon relativ fleißig, haben aber noch ein paar Sachen zurückgelassen. Und wir haben nicht ins Medizinregal geguckt. Wie konnte uns dieser Fauxpas denn passieren? So, die Toilette lasse ich mal unangetastet. Wer weiß, wozu es gut ist, ne? Nähset. Eine Mütze. Guck mal, noch eine Limo. Ganz aufmerksam hier mal überall drunter gucken und so. Hier habe ich noch Holz gesehen. Und hier oben habe ich noch Streichhölzer gesehen. Super. Noch eine Limonade. Okay, der Rest ist erstmal irrelevant. Noch mehr Streichhölzer. Ja, die Streichhölzer müsste ich eigentlich liegen lassen. Ne? Wir haben so viele Streichhölzer. Aber macht man manchmal auch nichts, ne? So, die Limos packe ich hier nochmal mit rein. Wir sind natürlich nach wie vor überladen. Was für mich bedeutet, ich werde jetzt hier im... Ach, guck mal, noch eine Limo. Hier werde ich nochmal ein bisschen sortieren. Hier zum Beispiel Holz und Bücher rein. So, kommen die Zeitungen auch. Hier die Sturmlaternen nochmal rein. Und die Streichhölzer. Ich werde hier jetzt erstmal nicht irgendwie eine Riesenordnung oder sowas anstreben. Einfach nur mal kurz, um Gewicht zu verlieren, nur ein bisschen umsortieren. So, dann packe ich hier ein paar Utensilien rein, wie zum Beispiel den zweiten Dosenöffner.
wie zum Beispiel das Nähset, wie zum Beispiel das Werkzeugset. Jo, und hier unten packe ich mal so ein bisschen Krimskrams rein. Zwei Flares brauchen wir eigentlich auch nicht, eine reicht uns. Die Gewehrmunition. So, hier werde ich dann noch die überflüssigen Klamotten erstmal reinpacken, wovon wir mit Sicherheit in nicht allzu ferner Zukunft, ach guck mal, die Mütze ziehen wir an, das eine oder andere zerlegen werden. Zack. So, hat da schon wieder mein Handy geklingelt. Da hat schon wieder mein Handy geklingelt. Wer hat mich denn da versucht anzurufen? Meine Mutter. So, die muss jetzt erstmal leider warten. So, Kaffee. Buch. Buch. Ah, hier haben wir noch Klamotten. So, die ist zum Glück leer. Sonst haben wir hier auch nichts übersehen, ne? Hier habe ich eine Energieriegel gesehen im Blickwinkel. Pass auf, dann nochmal kurz hier. Na, komm schon. Umsortieren. Achso, die Mütze habe ich angezogen. Perfekt. Hier packen wir nochmal das Zeug mit rein. Hier haben wir nichts mehr. Nö. Hier haben wir auch nichts mehr. Nö. Und hier haben wir auch nichts mehr. So. Sehr schön. Dann gehen wir hier nochmal rauf. Oh, guck mal, Streichhölzer. Und ein Buch. Oh, eine Daunenskijacke. Gucken wir nochmal etwas intensiver. Und das Bett. Nicht, dass dann noch jemand. Ach, guck mal, ein Luxusanorak. Man erkennt, dass ich hier in Hektik nicht, aber mich beeilt habe, hier durchzukommen. Ne? Einfach mal das Zeug auf die Erde geschmissen hier. Der ist leer. So wie das hier. Oh, guck mal, hier haben wir noch. Oh, Schuhe. Socken. Die halten auch nicht mehr allzu lange. Da sollten wir uns wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich jetzt direkt mal drum kümmern, das zu zerlegen. Eieiei. Oh ja, das machen wir auch. Pass auf. Das machen wir auch mal gerade kurz. Obwohl, das ist eigentlich Quatsch, ne? Willkommen zum Centurio. Sehr schön, das freut mich total. Mein absoluter Rekord. Jetzt habe ich noch zwei Achievements übrig. Logischerweise die 200 Tage. Und alle Häuser am Rätselsee oder alle Innenräume am Rätselsee und an der Küstenstraße besuchen. Das sind die beiden letzten verbliebenen Achievements für mich. Wir sind Centurio. Ja. Okay, genau das ist das, was ich meinte. Das war eigentlich Quatsch, das zu zerlegen, weil man kann das immer noch zerlegen, wenn es kaputt ist. Ne? Ja, also die Sachen verschwinden nicht, sondern man kann sie auch am Ende noch zerlegen. Das ist auf jeden Fall gut. Magnesiumfackel. Noch eine Limo, klar, immer her damit. So, was ist hier? Hier ist nichts mehr. Joa, so, dann hätten wir hier auf jeden Fall quasi alles leer geräumt. Was ja schon mal nicht so verkehrt ist. Okay, so, pass auf. Dennoch packe ich hier nochmal die Klamotten rein. Also nochmal kurz ein bisschen aufräumen. Das da noch mit rein. So, aber pass auf, ich glaube, das brauche ich hier gerade nicht. Nö, man sieht noch genug. So, hier die Bücher nochmal rein. Zeitung. Gehe gerade hier nochmal die Punkte durch. Okay. So, hier haben wir sowas. Das heißt, da packe ich auch das Gewehr mit rein. Und auch das Gewehrputzset. Ja. Und hier unten. Hoppala. Mache ich nochmal eine Flare mit rein.
So, jetzt haben wir noch den Erste-Hilfe-Kram. Den müssen wir leider ins Bad packen. Ich muss aber gerade nochmal die Laterne anmachen, sonst finde ich den Weg hier nicht. So, und wieder aus. Da. Den Verband. 6 Schmerztabletten können wir hier noch mit reinmachen. Das und das auch. Perfekt. So, jetzt brauche ich aber irgendwie noch ein Zwischenlager. Warte mal, ich muss mich irgendwie gerade mal kurz orientieren. War hier ein Kleiderschrank? Ja. Ich packe nämlich hier jetzt nochmal ein bisschen anderen Kram rein. Also Stoff und Leder. Da hatte ich gerade nichts anderes für, kein anderes Behältnis. Und warte mal, jetzt muss ich kurz mal hier, ich muss in die Küche an den Kühlschrank. Oh, immer latsche ich gegen diesen blöden Stuhl, der da auf der Erde liegt, ne? So, dann packe ich nämlich hier nochmal die Limonaden rein. Den Müsli-Riegel und den Kaffee. Also all die Sachen, die nicht schlecht werden. Ja, guck mal, und dann sieht das doch echt wieder ganz gut aus. Und dann essen wir gerade nochmal einen Happen. Ich mache mich auch nochmal voll. Ja, das reicht auch quasi schon. So. Jetzt ist es aber so, dass ich gerade nur mal zum Speichern das Haus verlasse und wieder reingehe. Und dann soll es das mit dieser Folge auch schon wieder gewesen sein. Ich meine, wir wären auf jeden Fall über eine halbe Stunde mal wieder gekommen. Was auch völlig in Ordnung ist. Sehe ich aber beim Schneiden erst, wie viel Zeit wir wirklich gebraucht haben. Ja, also bisher sind wir ganz gut vorangekommen. Wir haben mal wieder schlechtes Wetter, wie man gerade gehört hat. Draußen tobt mal wieder der Sturm. Ist aber nicht schlimm, denn wir werden in der nächsten Folge nochmal in den Keller gehen. Das Auto müssen wir nochmal gucken, ob wir da schon dran waren. Und dann ist auch hier schon Schlafenszeit und dann hoffe ich, dass der nächste Tag einfach wieder besseres Wetter bringt. Und dann werden wir uns vermutlich Richtung Fernsehturm, also ich klappe erstmal die großen Stationen ab, Richtung Fernsehturm aufmachen und da mal schauen, was wir da noch liegen haben. Ich meine, wir wären nicht da gewesen, aber ich kann mich auch irren. Bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Werden wir auf jeden Fall sehen. Wenn euch das gefallen hat, dann wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und natürlich das Däumchen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark schon wieder. Bis dahin. Ciao.